Hallo, willkommen zu meinem neuen Video. Ich zeige euch heute das Maze in School of Dragons. Es soll sehr schwer sein. School of Dragons hat ernsthaft den großen Überwilden ins Maze gepackt. Okay, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Darf ich auf den raufhüpfen? Ey, ich wollte auf den raufhüpfen. Geht es von hier aus? Ach Mann. Wieso darf ich es nicht? Hier komme ich runter. Ach Mann. Sobald man es aufs Eis kommt, geht's nicht. Okay, dann gehe ich halt jetzt schon mal weiter. Ey. Wieso reagiert. Hä? Ich habe auf Springen raufgetippt, aber der ist einfach nicht gesprungen. Also der Charakter. Eigentlich ja die. Okay, wo lang denn nun? Es gibt wahrscheinlich einfach nur zwei Wege, die beide zu seinem Ziel führen. Hoffe ich. Oder ist das hier eine Sackgasse? Hä? Ach nee. Ach, mit dem anderen Weg wäre ich da unten lang gekommen und dann darauf. Und jetzt? Ah, jetzt kommt es von da. Fahr doch schneller. Oder fliegen? Wie fliegen die überhaupt? Der müsste doch eigentlich abstürzen. Schwerkraft existiert jetzt gelaufen dringend nur, wenn man springt. Feuer, also okay, ja, da komme ich doch schnell vorbei. Mann! Ey, kann ich aber nicht bitte, ey, kann das Feuer mal bitte nicht immer mich treffen? Na gut, wenn man außen steht, passiert einem nichts. Mann! Irgendwie muss ich das doch wohl schaffen. Ey. Jetzt lasse ich mich hier aber nicht verbrennen. Irgendwie. Ey, wenn ich jetzt hier runterfalle. Gut. Weiter geht's dann da lang. Sagt auch der Pfeil. Kannst du bitte klettern? Danke. Oh wow, 9 Minuten ist schon das Battle-Event. Und ob ich bis dahin wieder aus dem Maze raus bin, ist fragwürdig. Fall nicht. Wieso ist da noch eine zum Klettern? Ach, hier führt der Weg lang, den ich nicht gewählt habe, glaube ich. Und natürlich fährt diese Platte dort direkt schon weg, wo ich hier ankomme. Ey, ich bin direkt über dem großen Überwilden. Ich würde so gerne jetzt da auf seinen Kopf springen, aber bleibst du wohl hier, Platte? Aber wenn ich auf den rausspringe, dann werde ich irgendwohin teleportiert, wo ich nicht sein wollte.
Oh, Pouncer, Dart und Rafrana. Ich hoffe, ich habe die Namen jetzt alle richtig ausgesprochen. Pfeile nach oben und Pfeile weg. Wow. Und wohin komme ich? An die Decke? Da habe ich mich da an der Decke lang. Ach nee, hier komme ich raus. Also weiter, noch nicht raus. Ach, den Ort kenne ich. Also der war ja schon mal in einem anderen Maze da. Drei Schneebälle? In klein? Sechs Schneebälle? Nee. Lauf, ich will nicht überrollt werden. Oh. Okay, das ging schnell. Also wenn es beim anderen Maze ist, dann müsste ich jetzt hier geradeaus zum Maze stehen. Also zum weiteren Gang. Naja, war jetzt nicht so ganz gerade. Aber es zählt trotzdem. Da oben hat auch eben noch irgendwas geglitzert. Okay, zwei Schneemänner und. Und. Hä? Ach, das ist Eis und ich rutsch hier. Wow. Wow. Talent zum Spielen mal wieder sehr hoch. Ich schätze mal, ich muss da irgendwie auf die Platte. Natürlich schaffe ich das nicht. Wer hätte es gedacht? Okay, jetzt bin ich hier. Gut, wohin? Nein, nicht runter. Bleibst du hier drauf? Da hinten in der Ecke hat irgendwas geglitzert, das weiß ich noch. Dort. Aber dort komme ich gerade nicht hin. Platte. Wow. Und dorthin. Bin ich halt. Nee, ich bin nicht drüber gesprungen, ich bin genau. Und natürlich komme ich wieder nicht weg. Doch. Nein. Und wohin jetzt? Muss ich da irgendwie zu den Schneemännern? Ach so, der muss. Ich muss die Sachen für den Schneemann hier einsammeln. Den Hut habe ich schon. Da ist ein Pfeil. Gut. Pfeil. Aua. Jetzt rutscht doch nicht so weit. Dann hierauf. Und ach, hier ist das Schild, okay. Da unten rollt ein Schneemann, ja, da rollt ein Schneemann, genau. Nee, Schneeball. Und da hinten liegt irgendwas. Kriege ich das? Naja, jetzt bin ich zum Schneeball mutiert und erfroren, aber dafür habe ich was auch immer gerade da eingesammelt. Und ich komme hier nicht raus und ich kann durch Bäume durchhüpfen, genau. Okay, und jetzt? Wow. Sehr toll. Dann jetzt von hier aus. Dass ich noch nicht runtergefallen bin jetzt gerade, wundert mich. Warum bin ich hier so schnell? Ah, ich bin schneller dadurch, dass hier Eis liegt. Okay, das war knapp. Wow. Irgendwie muss ich das doch jetzt kriegen. Ah, hä? Ich habe nicht mal auf Springen getippt. Gut. Gut, jetzt habe ich alles. Wohin?
Nach unten? Nach unten, gut. Endlich kein Eis mehr. Ja, rutsche ich da drauf auch? Nee. Ich muss wahrscheinlich nur eine bestimmte Reihenfolge auswählen. Gelb ist richtig. Dann Pink. Nee. Pink und Lila. Auch nicht. Da hinten, da war eben noch so ein Schild. Natürlich kann ich es nicht lesen, weil der Chat davor ist. Heißt es? Ja, heißt es. Toll. Dann probiere ich jetzt nochmal Pink aus. Nee, Pink hatte ich eben. Dann jetzt Lila nochmal. Auch nicht. Toll. Dann nochmal Lila. Ja, genau. Nochmal Lila. Klar. Das verwirrt mich hier jetzt alles. Und diese Lücken an Wasser nerven. Gut, Türkis. Jetzt vielleicht Lila? Ey, wenn es jetzt falsch ist. Ey. Jetzt muss ich wieder alles machen. Und welche Tür geht dann hier bitte auf? Hier ist keine. Ach so, das Wasser geht runter. 1, 2, 3, 4, 5 Farben. Na gut, ist nur eine mehr. Wow. Warte, da sind auch Farben. Das sind 6 Farben. Och nee. Oh. Hä? Wow. Gut, dann Lila. Wie soll ich mir das alles merken? Lila. Und dann ist die Auswahl noch zwischen drei oder, nee, sogar oder vier. Nein, oder. Jetzt ist die Auswahl durch drei. Hä? Ich habe keine Ahnung mehr. Scheint so, als würde ich hier eine Weile festhängen. Sind ja jetzt schon über 10 Minuten, weil ich habe das Kampfevent verpasst. Oder nee, es fängt gleich an. Hä? Oder das Kampfevent ist gerade noch im Gange. Wieso, wie das immer hier genannt wird. Jetzt muss aber Pink richtig sein. War irgendwie klar, dass es genau der letzte Versuch wird bei meinem Glück. Oh, okay, lila, pink, weiß. Wenn danach noch so was Schweres kommt, dann breche ich das hier einfach ab, lad's hoch, wie es ist. Wasser ist weg. Und jetzt? Geht hier irgendwas auf? Ach, da hinten.
Okay, das ist einfach. Na, das ist auch nicht einfach. Warum drehen die sich? Irgendwie. Okay, gut. Noch besser. Okay, dass ich das so schnell schaffe, hatte ich jetzt gar nicht erwartet. Ey, lässt du mich eine Eule? Gibt's die Eule auch auf der Farm? Ich will die auf meiner Farm haben. Was kriege ich dann? Eulenfedern? Irgendwas? Kriegt man von der dann auch auf der Farm Cookies? Ui, und wieder Eis. Ich kann schlittern. Weil das ja beim Schlittern läuft, ist nicht sehr schön. Es wäre irgendwie schöner, wenn dann es eine spezielle Animation hätte. Okay, und was mache ich hier? Ups. Müssen die hier lang? Ja. Okay, dann ein Schaf habe ich. Huhn ist gut. Jetzt die Eule. Hab ich die Eule rein? Ja, gut. Und was? Oh, der Fuchs. Auch rein. Ey. Okay, wenigstens ist der mit rein. Und hier rüber. Und dann. Okay, irgendwie war es jetzt ziemlich kurz, aber ich wette, die Aufnahme ist dann ziemlich lang. Hallo, kriege ich noch irgendwie die Cookies, die es hier dann gibt? Ja gut, dann könnt ihr jetzt einfach sehen, wie wenig Münzen ich habe. Ich hätte genug Münzen. Babyschneenadder? Was ist das jetzt? Ist es ein Ei? Aber nee, bei Ei wird ja dran stehen Ei. Ich wette, es wird hier an der Seite angezeigt. Oh, das ist eine Schneefigur. Okay, das war's dann jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.